Herzlich willkommen zu dem ersten Xbox One Video. Ja, wurde doch endlich mal Zeit. Glück gehabt. Ich hatte Angst, dass sie jetzt reagiert. Wir sind schon komplett in Game und das, obwohl wir euch eigentlich mit diesem Video nur das Interface und das Betriebssystem und einfach mal so ein bisschen drumherum was zeigen sollen. Und ich weiß, die meisten hocken jetzt da und sagen, nein, ich will das Spiel sehen. Ja, ich weiß. Gibt ein extra Video zu diesem wunderbaren Dead Rising 3. Was wir euch jetzt zeigen wollen, ist ein paar Optionen. Und wir haben uns einfach mal entschlossen, nachdem die anderen drei Takes ein bisschen blöd liefen, fangen wir einfach mal mit dem Feature Game DVR an. Das ist ein Aufnahmetool in der Xbox selbst drin. DVR kennt man ja eigentlich auch, ist halt ein Aufnahmetool. Und Christian zeigt euch das mal. Wir machen es erstmal noch nicht mit der Sprachsteuerung, zu der kommen wir zum Schluss. Ja, die machen wir am Ende, weil das sonst immer Hickhack gibt. Ja. Wir werden aber da ein weiteres Feature anzeigen, und zwar das ultimative Multitasking, das, was jetzt vor allem die Xbox One eigentlich ausmacht. Multitasking. Was? Oh, und natürlich das automatische Einloggen. Das ist schön, dass wir das direkt weg haben. Ich habe mich hier hingesetzt, ich war noch nicht mit meinem Profil eingeloggt, weil wir sie neu gestartet haben, und die Xbox hat mich automatisch erkannt und jetzt eingeloggt. Sieht man oben links auch mein Profil hinzu. Das dauert, Amy, immer so eine Minute. Wir wissen nicht genau, warum. Ja, vielleicht, weil man nicht nur durchs Bild gehen soll und eingeloggt werden soll. Das kann gut sein. Alle User bleiben immer in dieser Xbox normal eingeloggt. Das hat nachher einen Vorteil, dass man beim Multitasking oder so schnell zwischen den Usern hin und her switchen kann. Zeigen wir euch gleich aber noch gesondert. Aber auf jeden Fall, das automatische Erkennen hat geklappt. So. Danke schon mal dafür. Erstmal geht es hier um das Andocken. Und zwar, wir können hier verschiedene Programme rechts an den Bildschirm rankleben. In dem Fall wollen wir mal den Game DVR ranmachen. Und jetzt können wir sagen, Clip jetzt beenden. Jetzt hat er wahrscheinlich lange Zeit noch das. Nur ganz kurz zur Erklärung. Wir hatten gerade einen neuen Clip. Jetzt hätten wir einfach bis zu 5 Minuten so aufnehmen können. Aber Christian sagt gerade, ey, das ist was total Krasses gerade passiert, so nach dem Motto. Und in der letzten 1 Minute, und die wird jetzt noch quasi zurückgespult vom Spiel und aufgezeichnet. Erstmal können wir dafür ein Achievement. Ja, und das ging relativ schnell. Ja. Das heißt, die Xbox zeichnet kontinuierlich die letzten 5 Minuten Gameplay auf. Exakt. Immer. Ich will nochmal das Beispiel kurz nehmen, einfach nur, weil das Ding ist, hat wahrscheinlich sehr viel Menü aufgenommen. Ich weiß nicht, ob wir die Minute jetzt verschwendet haben. Jetzt die Frage, ob du meinst, ob die Steuerung ist wieder an. So, deswegen schnetze ich mich hier nochmal kurz durch die... Ich muss sofort sagen, für alle, die sich gerade schocken haben, dass das gerade eine Controllersteuerung ist, im Dead Rising-Video zeigen wir, dass das auch ohne geht und man alles optional macht. Ja, man muss es nur sofort erwähnen. Keine Wackel-Control für die Xbox. Genau. So, jetzt sagen wir, oh mein Gott, ich werde hier voll von Zombies verprügelt. So. Und jetzt mache ich das. Ich denke, er wird das Menü rausschneiden, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Deswegen gehen wir jetzt in die DVA, sagen, jetzt Tipp beenden, machen 45 Sekunden, das reicht. Flop. Was schade ist, also ich finde diese 5 Minuten, die letzten 5 Minuten als Begrenzung sinnvoll. Ist okay, er muss ja nicht eine halbe Stunde aufzeichnen. Ja. Aber dass man, wenn man jetzt einen Clip erstellt, und zwar von jetzt an nur 5 Minuten hat, finde ich gerade ein wenig doof, weil das beschränkt diese Game DVA aktuell um ein cooles Feature, aber das zeigen wir euch halt jetzt gerade. Christian ist leider gerade in die falsche App gegangen. Wieso? Glaube ich. Meine Clips anzeigen. Ja, aber wir wollen ja nicht den Upload, wir wollen ein Upload-Studio. Ach, du meinst, wir das nochmal cool bearbeiten können? Ja, das finde ich, sollten wir schon zeigen. Ja, okay. Dass das 2 Apps ist, ist übrigens kompletter Humbug. Ja. Erstens kann man die Apps erstmal vereinen. Könntest du übrigens mal abdocken. Soll ich das mit der Sprachsteuerung versuchen? Mach mal. Xbox. Abdocken. Manchmal ist das unfassbar. Manchmal so. Genau, jetzt bearbeiten. Machen wir aber Bild im Bild, wie das war. Da wissen wir zumindest, wie es funktioniert. Genau. Und jetzt kann Christian, ihr seht oben rechts das Vorschaufenster, er kann bei beiden jetzt Clips wählen. Für links wollen wir jetzt einen Game DVR Clip haben. Wir können ja auch als klein wählen, aber wir machen jetzt groß, also links. Genau, da den Game DVR Clip einmal drücken und den auswählen. Warte mal. Wir können auch Kinect auf Kinect machen, Kinectception, aber das ist ja gerade unsinnig für uns. Was für ein Quark. Du musst aber den auswählen noch links. Du musst einmal genau drücken und auswählen. Dann ist auch alles ausgewählt. Aber es ist eh richtig eingesteckt gewesen. Du musst erstmal einen Clip auswählen. So. Ja. Das muss der. Das Menü habe ich doch mit aufgenommen. Ach nee, jetzt ist der andere. Nein. Aha. Gucken, wir haben ja das Vorschaufenster. Gucken wir mal. Na, er hat, glaube ich, mit aufgezeichnet, oder? Ja, er hat das Menü mit aufgezeigt. Klar, weil das ja 45 Sekunden waren. Ich habe halt nur 30 Sekunden gemacht. So, und rechts wollen wir jetzt natürlich das Kinect. Das könnten wir jetzt übrigens zuschneiden. Wenn du willst, schneid mal das Menü raus. Komm, machen wir es mal gleich ordentlich. Ja. Genau. Das heißt, du scrubst jetzt durch. Ich glaube, deswegen ist die Funktion noch drin, um das Menü rauszuschneiden und sowas immer. Genau, so zack. So. Also, das Menü wollen wir nicht. Also, schneiden wir jetzt den Clip. So. Da kommt der Cutter raus. Das soll Frame genau sein. Tada. So, fertig. Und jetzt rechts wollen wir natürlich ein Video haben. Das heißt, wir nehmen jetzt den Clip auf mit Kinect und jetzt können wir halt das eigene Video kommentieren. Genau das ist es. Und das passiert. Jetzt machst du Aufnahme starten.
Ja, wegen der Beleuchtung. Vielleicht das klingt zu klug. So, 3, 2, 1. So, und jetzt sehen wir Christian links am Schnetzeln. Volle Schnetzel-Scheiße, Alter. Ich liebe Dead Rising. Übrigens, leichte Verzögerung, aber was ihr jetzt nicht im Video seht, Kinect hat ein echt mächtiges Weitwinkel. Ja. Also, diese, wir sitzen 30 Zentimeter? Ein bisschen mehr. 40 Zentimeter? Auf jeden Fall, glaube ich, ist es jetzt durchaus möglich, diese Fitness-Apps auch in kleineren Wohnzimmern zu machen. Ja. Das war ja einer der Probleme. Und das, der Clip ist übrigens jetzt vorbei. Genau. Und jetzt ist die Aufnahme automatisch beendet. Ihr seht, er hat automatisch gespiegelt. Jetzt machen wir mal, und jetzt sind wir soweit fertig, ne? Annehmen. Ja, annehmen, genau. Das fahren wir super. Rein theoretisch hätte sozusagen ein Commentary gemacht. Bitte jetzt nochmal, ja, natürlich, wir müssen, wollen wir ja selber, das war gar nicht ganz cool, oder? Doch, mach Glut. Glut war super. Es gibt mehrere Designs, aktuell noch nicht so viele, werden welche nachgepatcht, nämlich wie alle Apps auf dieser wunderbaren Konsole kriegt alles ein Day-One-Patch. So, jetzt ist das Ganze eigentlich fertig, drück mal LB, man sieht es ja oben und links im Vorschaufenster trotzdem. LB, du meinst LB zum Anfang gehen. Okay. Und jetzt einmal X zum Abspielen. Und jetzt seht ihr oben rechts, wie dieser Clip aussieht. Boom, Feuer und dann. So wäre der Clip jetzt. Wir sparen uns mal ganz kurz das Rendern, weil. Wir können das in der Runde rendern lassen. Das ist ja kein Problem. Das ist doch Multitasking. Stimmt wiederum. Wir sagen einfach abschließen. Genau. Jetzt können wir bestimmen, wo wir es hinhaben wollen. Also erstmal Clipname und dann Tag. Mach einfach was. Scheiß drauf. Gugu. Gugu. Genau, können wir es taggen? Brauchen wir. Name wird kontrolliert, genau. Aktuell kann man nur in die App. Upload Studio hochladen oder zu SkyDrive. Wir gehen aber fest davon aus, dass YouTube kommt. So, jetzt rendert es und jetzt drückt mal schnell diesen scheiß Guide-Button, denn Multitasking ist so toll, obwohl er da im Hintergrund rendert, kann Christian jetzt eigentlich wieder zu Dead Rising springen. Und ich das ist der Sinn von Multitasking. Außerdem könnte jetzt es auch sein, dass Christian ein was weiß ich, ein super relativ dunkel eingestellt gerade später was heute. Einen Skype-Anruf kriegt, der wird dann unten andocken. Und er würde, hey, hier ruft gerade Nico per Skype an und Christian könnte sagen, okay, annehmen. Und dann würde mit dem Day-One-Patch rechts das Skype-Fenster angedockt werden, wenn wir einen Videocall haben, weil nur Sprachcall natürlich nicht. Und das heißt, obwohl sie im Hintergrund rendert, obwohl er Dead Rising spielt, können wir auch noch über Skype ein wenig chatten. Das werden wir übrigens nochmal einzeln schön austesten. Ja, aber das ist werden, die Power von Multitasking. Wir werden auf jeden Fall noch viele Videos vor allem solchen. Auf Dead Rising zu spielen. Ich finde einfach vor allem cool, aber bei Xbox hat nun mal das stärkste Achievement-System. Ist einfach so. Ich meine, klar, Trophies sind nett und Wii U's Achievements pro Spiel sind interessant. Aber die Achievements von der Xbox sind klar irgendwo die Favoriten von allen. Und genau da macht dieses Feature Sinn. Einfach nur, um zu zeigen, hey. Ich habe gerade Call of Duty richtig fette Runde gehabt. Genau, hier zeige ich euch, ein bisschen bearbeiten, vielleicht noch ein Commentary reinknallen. Und was mir halt gut gefällt, dadurch, dass die Xbox das rendert und du auch dieses Kinect-Bild hast, hast du in der Theorie auch eine ganz ordentliche Qualität. Ja. Voice ist jetzt natürlich die Geschichte, er nimmt das Voice über das Kinect-Mikrofon auf, das ist aber eigentlich ganz gut. Das war es vorher auch schon, Rückkopplung wurde auch schon vorne auf bei Kinect 1. Du kannst aber natürlich auch immer noch ein ordentliches Headset wieder anschließen, wenn du Bock drauf hast. Ja. Das geht natürlich auch immer noch. Aber das ist übrigens eine, natürlich, es ist eigentlich nervig, dass es einen Kinect-Zwang gibt, aber dann wiederum hast du auch eben diese paar positiven Seiten, das muss man festhalten. Wobei du ja Kinect deaktivieren kannst mittlerweile. Microsoft ist ja weit, weit zurückgerudert. Ja, klar. Zu dieser aber man merkt einfach eigentlich so, wo sie eigentlich hin wollten, was so der Plan war. Ich würde mal sagen, jetzt kommen wir mal eigentlich so zur Startseite Pins und den anderen Gedöns, weil das wird eine App, die wir gezeigt haben. Das ist alles weit gut. Das hier ist Christians Startseite. Windows 8 Design. Läuft auch Windows 8 im Hintergrund. Man sieht, eigentlich gibt es nur noch drei Seiten. Pins, Startseite, Store. Das ist alles ein bisschen mehr verschachtelt. Ganz links zu den Pins kannst du mal kurz gehen. Das sind deine Favoriten. Dann gab es auch schon auf der 360. Die hast du jetzt nicht angelegt, deswegen sind das einfach die, die von Microsoft toll findet. Und vor allem jetzt sind sie halt auch wirklich sofort angelistet. Früher war es eben nur unter ein Untermenü drin und jetzt hast du sie wirklich an der Seite. Das TV zeigen wir euch nicht, weil dann HDCP angeht und unsere Dingsens deaktiviert wird. Genau. Nein, das wollen wir jetzt nicht nochmal machen. Die Startseite zeigt euch auch die letztbenutzten Apps an. Das seht ihr auch unten, Upload, Dead Rising, Game DVR und so weiter. Unter meine Spiele und Apps sind alle Spiele und Apps gelistet. Ganz wichtig zum Multitasking, es kann immer nur ein Spiel im Hintergrund aktiv pausiert oder in den Zwischenspeicher geladen werden. Wie viele Apps sonst noch da aktiv hintergehen, keine Ahnung, auf jeden Fall einige. Einige, weil TV hat uns die ganze Zeit die Aufnahme zerstört, obwohl es längst nicht mehr an war. Genau, also insofern. Das lief noch sehr lange. Ja, hier sehen wir die ganzen Spiele und Co. Werden wir nachher auch noch mal ein bisschen reingucken, aber in einem gesonderten Video. Was wir jetzt auf jeden Fall zeigen wollen, wir sind jetzt ja beide eingeloggt. Das hat auch den Vorteil, jetzt ist mal die Frage, ich habe noch kein Sprachkommando. Mal gucken, das dürfte eigentlich nicht klappen. Denn wenn ich jetzt Xbox. Ja, super. Xbox. Gehe zur Startseite.
Ja, das war klar. Er checkt jetzt natürlich nicht, also er weiß, dass ich da bin, aber er kennt meine Stimme nicht. Wir können trotzdem noch mal ein Experiment ausprobieren. Ja. Wenn du es den Controller hältst. Ja. So, dann warten wir mal kurz. Mein Lämpchen oben ist auf jeden Fall mein Dings. Aber er sieht hier, siehst du das? Mein Avatar ist ausgegraut. Mhm. Oben links. Ist jetzt aber an. Also wir wissen noch nicht so ganz. Wir haben das System noch nicht komplett durchblickt. Aber ihr habt ja gesehen, das automatische Einloggen hat zumindest funktioniert, das Anmelden. Das funktioniert. Ja. Das heißt, ich weiß nur nicht, wie ihr. Siehst du das manchmal, switcht das so hin und her? Das ist alles noch so. Es kann auch sein, weil wir gerade über eine Überbelichtung haben für Kinect, weil wir halt gutes Licht brauchen für die Aufnahmekamera. Ja. Dass einfach Kinect damit nicht klarkommt. Im Sinne von Nico will vielleicht jetzt einfach ein Schneehase sein und ich bin... Xbox auswählen und eine grüne Option. Achso, okay, das ist einfach nur... Okay, nein, das sind die Frage. Was wir nochmal machen können, ist ja eigentlich Xbox. Mehr Verknüpfungen, um die mal anzugucken. So, das ist alles, was die Xbox gerade auf Deutsch kann. Das ist viel. Nächste Seite. Nächste Seite. Dankeschön. Was ganz cool ist, unter Lautstärke seht ihr auch, ich kann auch meinen Fernseher steuern. Wir sind uns nicht so ganz, es muss über HDMI gehen, aber ich habe keine Ahnung, ich wusste nicht, dass man über HDMI sowas wie lauter, leiser Ton ein, Ton aus senden kann. Funktioniert allerdings super. Mhm. Haben wir ausprobiert, brauchen wir euch jetzt nicht zeigen, weil das macht ja keinen Sinn. Mhm. Genau, aber es funktioniert und das ist schon ganz lustig gewesen. Was wir natürlich auch machen können, ist anmelden. So, ich will mich mal kurz behandeln. So. Ab jetzt sollte er mein grünes. So, okay. Mich hätte er jetzt eigentlich mit diesem grünen Ding auch verbunden, denn mein Gesicht speichert die Konsole lokal, meine Stimme aber nicht. Das kennt sie nicht. Wir haben allerdings die Theorie, können das nicht so ganz sagen, dass die Konsole, während sie an ist, irgendwie die Stimme doch zuordnet. Es wirkt ja so, seltsamerweise. Wir wissen es nicht genau. Das ist das Interessante. Ich gebe dir mal den Controller und du könntest ja mal kurz gucken, ob du zur Startseite kommst und was passiert. Ich warte erst noch mal kurz im Sinne von, ich habe jetzt den Controller. Aber man merkt, guck mal, wenn du den Controller umbewegst, dann ist dein Avatarbild um links aus, aber geht dann wieder an. Verstehst du das? Ich bin mir halt, wie gesagt... Wir haben es noch nicht genug gelernt. Nein, das Problem ist vor allem, wie gesagt, wir haben ja eben gerade in der Aufnahme gesehen, dass es hier sehr hell ist. Wie gesagt. Und ich glaube, dadurch, dass es so hell ist, haben wir aktuell ein paar Erkennungsschwierigkeiten hier. So hell wäre es ja auch im kein normalen Prozess. Nein, ich werde hier geblendet von allen Seiten. Versuch mal, was passiert. Du meinst, Start? Ja? Okay, gut. Xbox. So viel dazu. Nochmal. Xbox. Und wir sind immer so in der Theorie, will sie nicht verstehen oder kann sie gerade nicht? Xbox. Zur Startseite. Und dann hat er den... Dann ja, gut, weil er... Das ist... Wie gesagt, aber ich gehe fest davon aus, es ist wie eine Überbelichtung. Okay, aber ihr habt ja gerade gesehen, dass es theoretisch gerade funktioniert. Er wollte blau machen, aber ist dann wieder zurückgegangen. Also er checkt zumindest, soweit glaube ich sind wir zumindest, dass meine Stimme für grün ist. Irgendwie wo, weil mein irgendwie aktiv war und ich habe einmal Xbox mit der kommuniziert und irgendwie, also das ist unsere Theorie, können wir jetzt nicht beweisen, aber nein. Anders ist das nicht zu erklären, wie das manchmal passiert. Wir werden nochmal wissenschaftliche Tests mit dieser Konsole ausführen und genau erörtern, wie das genau funktioniert. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, die Sprachausgabe auf Englisch soll hervorragend klappen, die auf Deutsch braucht noch ein paar Patches. Eingabe, Entschuldigung. Aber die auf Deutsch, die Eingabe, Spracheingabe braucht noch ein paar Patches. Einige. Genau, aber gerade die Theorie mit Multitasking, was wir jetzt auch noch mal ein bisschen austoben werden, zum Beispiel Xbox, gehe zu Dead Rising 3. Xbox, gehe zu Dead Rising 3. Dankeschön. Normalerweise muss man nicht warten, dass es so ist. Meld mich mal ruhig an, scheiß drauf. Xbox. Dankeschön. Undocken Internet Explorer. Dankeschön. Xbox, gehe zu Twitch. Xbox, gehe zu Twitch. Okay. Also man sieht, wo wir hinwollen und was theoretisch hier funktionieren könnte. Twitch übrigens hat noch kein... Twitch ist momentan nicht erreichbar. Na gut, das liegt ja nun nicht an der Xbox. Unser Fehler steht da ja auch. Ja. Livestreaming ist gerade selbst noch nicht möglich, erst ab Anfang 2014 angeblich, muss also nachgepatcht werden. Auf der PS4 geht es sofort, ist ein bisschen schade, das ist enttäuscht. Man merkt halt, Microsoft kam mit dieser Idee ein bisschen später. Genau. Aber wie gesagt, das ist das
Xbox abdocken. Xbox abdocken. Eigentlich muss man nicht warten, bis das kommt. Aber nee. Xbox, gehe zu Dead Rising 3. Ich glaube, du musst mir Pause lassen. Xbox, gehe zu Dead Rising 3. Yeah. Das Lustige ist, in manchen Takes hat es besser funktioniert, in manchen nicht. Also es ist deswegen, das ist alles absolut willkürlich aktuell. Wir wissen nicht was genau, was... was noch funktionieren soll. Oh, warte. Ach, jetzt ist jetzt die Hand da. Ah, komm. Die gibt's auch noch, die Scheiße. Fuck it! Ich weiß, Gestensteuerung. Ah, nicht, oder? Nee, ich glaube, der ist bei mir. Das ging aber auch schon immer, ne? Aber ganz ehrlich, in der Theorie, diese scheiß Handsteuerung bräuchte man... Ich glaube, jetzt musst du immer die Faust machen, weil jetzt ja die Hände erkennen kann. Weil Finger erkennen kann, meinst du? Ja. Das ist übrigens auch die Frage, ja, wann kommt eigentlich die Hand? Ja. Wir müssen noch viel verstehen. Ja. Gute aber Frage. Das ist eigentlich eher nichts ja. Schönes, aber dann wiederum... Nee, also da sind noch ein paar kleine Fehlerchen drin. Wir können auch mal einmal in den Store gucken, finde ich. Und zwar in den Spielestore am besten. Die finde ich nämlich ehrlich gesagt noch nicht so sonderlich schön aufgeräumt, muss ich da klar sagen. Und wieder hat die Wii U es geschafft. Ja, also das Schlimmste ist da immer noch die PS4. Ja. Dieser scheiß PSN-Store, also, da wollte ich mir jetzt auch nicht kommen mit Bu, Bu, Bu. Scheiße. So, klar. Wir haben, genau, das können wir eigentlich mal ganz kurz testen, das ist eigentlich ganz lustig. Und zwar, ich zeige das, wie mache ich das mal? Ich zeige das mal so. Und zwar, alle Codes bei Xbox haben jetzt ein QR-Code-Prinzip, ne? Und das Lustige ist, wir können jetzt Code verwenden, der ist jetzt verwendet, das heißt, der dürfte nicht funktionieren. Das heißt, okay, für diesen Code verwenden und wir gucken mal, wie schnell das geht. Ja. Noch mal. Aber sofort gescannt und wird mir jetzt sagen, der Code wurde bereits verwendet. Dies ist ein Skateboard, ich baue es mit Tony Hawk ein. Das ist aber eine schöne Geschichte, denn alle Xbox Live Gold Codes oder auch diese ganzen Prepaid Codes, ja klar, die kann man jetzt so einscannen, das heißt, kein Code mehr eingeben. Das ist eine nette Geschichte, gefällt mir. Muss man das wegkoppeln? Ne, das lag jetzt der Konsole so bei. Also. Aber ja, finde ich aber schön. Also das auch, gut, QR-Codes auslesen, ist dicke, bitte. Das kann jedes Handy, aber es ist klug, so mal die Codes. Ja, aber es ist, das kann alles. Das ist ja nichts anderes als das Erkennen und Dings. Aber ja, ist, ja, warum denn nicht so, um das mal so zu kommentieren. Ansonsten hier das Store. Wir haben jetzt hier, das ist alles das Windows 8 Design. Da muss man sich dran gewöhnen oder nicht. Wenn wir Spiele suchen, dann können wir das über Spracheingabe oder natürlich auch selbst tippen. Wir machen mal Xbox Bing. Ja. FIFA 14. FIFA 14. Immerhin. Immerhin. Oh, die Demos zum Runterladen. Hm, kannst du mal machen. Das können wir mal machen. Dann kann ich noch üben. FIFA spielen. Ja, 2,2 GB mit der Demo. Ja, das ist eine andere Geschichte. Next Gen. Genau, also das funktioniert also so einigermaßen alles, aber ich muss zugeben, das ist eigentlich so auch schon das meiste, was wir aktuell zu diesem Interface groß zeigen können, weil das ist alles, das ist es eigentlich erst. Nein, können wir schon recht viel zeigen dafür, dass es so wenig ist. Also, ich mag die Features auch grundsätzlich. Ja. Also klar, die Sprachausgabe ist in Deutsch noch nicht richtig gut. Die hat Haken. Man muss dieses Video wird jetzt eh häufig verwendet von irgendwelchen kleinen Trollkindern. Guck mal, funktioniert nicht. Es ist schneller zu sagen, Xbox Nachrichten, anstatt einfach die Guide-Taste drücken, runter zu navigieren, Nachrichten auszuwählen. Es ist einfach schneller. Genau. Xbox Nachrichten. Weil es muss das gehe zu, ne? Xbox. Xbox, gehe zu Nachrichten. Ich glaube, du musst dieses... Oh, okay. Ja. Also dieses Menü und muss nicht reinfahren. Eigentlich ist Kinect jederzeit, hat halt dieses Codewort. Also ja, klar, also Xbox, logisch. Gehe zu Dead Rising 3. Ah, scheiße, hat er gerade raus. Xbox, gehe zu Dead Rising 3. Ich finde aber schön, wie du es immer wieder versuchst. In der Hoffnung, dass es dann doch irgendwann noch mal in dem Moment klappt. Xbox, gehe zu Dead Rising 3. Das ist großartig. Das ist auch unter scheißegal. Das ist jetzt wohl eine der Sessions, wo es am schlechtesten geklappt hat. Aber es ist jetzt kackegal. Ihr müsst uns jetzt leider glauben, dass das teilweise besser funktioniert. Ja. Aber es funktioniert halt noch nicht sehr gut.
So, ja. Gut, aber nicht sehr gut. Und auf jeden Fall auch besser als Kinect 1. Gut, gut ich würde, sehe ich gerade noch irgendwas, was verzeihen müssen? Andocken haben wir gezeigt, meine Spiele und Apps haben wir soweit auch gezeigt. Kannst du die Freunde das vielleicht nochmal zeigen? Genau. Darunter, übrigens, ihr habt Sicherheitseinstellungen zu Kinect und Co. für euch NSA-verseuchte Menschen. Mich interessiert das nicht, weil... Ja, mich interessiert das alles nicht, aber soll's. Genau, wir können hier nochmal in die Freundesliste reinglotzen. Die ist nämlich neu und hat ein schönes Feature, was ich gerne mag. Und das ist Follower. Gut, bla, Twitter-Follower, blatsch. Für uns ist das aber ein cooles Feature, weil... Unsere Freundesliste ist immer voll. Nein, wenn wir halt mal mit euch Community zocken wollen, dann sind Follower klüger, denn jeder von euch kann... Und jeder von euch kann uns, ja, jeder von euch kann uns jetzt quasi verfolgen, also ein Follower werden. Das heißt, ihr seht, was wir machen, ihr seid für uns aber keine Freunde. Ihr seid einfach, nicht unsere Freunde. Also der Sinn dahinter ist halt einfach, ihr könnt halt sehen, was wir spielen und wir können zum Beispiel jetzt, wenn wir eine Spiel-Session eröffnen, können wir sagen, okay, nicht für Freunde öffnen, sondern auch für Follower eröffnen. Und so können wir in Livestreams halt viel simpler euch reinholen, ohne dass wir scheiß Gamertags austauschen müssen und Co. Und ansonsten ist das die neue Freundesliste. Leckt ein wenig und kann man nach unten scrollen. Und wie man sieht, hat hier noch keiner natürlich einen Xbox One Avatar. Weil und sie ist, geht natürlich auch nach rechts. Ne? Das ist natürlich klar. Dass endlich kann ich XY willkürlichen Benutzer als Favorit speichern. Was? Weiß nicht, warum er die Sprachsteuerung aktiviert hat, aber irgendwas. XY. Hast du Favoriten auswählen. Ist jetzt auf Party gegangen oder Favoriten? Das sah so aus, als hätte er Party aktiviert. Ja, das war Favoriten. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, was passiert. Auf jeden Fall dreht sich was. Es dreht sich was? Ja. Yeah. Irgendwas dreht sich da. Warum dreht sich das? Ich frage mich, warum sich das dreht. Interessiert doch keinen. Xbox, geh zur Startseite. Na klar. Lass es. Lass es. Versuchen Sie später nochmal. Genau, lassen wir es. Genau. Wir können es doch mal wiederholen. Mir gefällt das neue Dashboard, auch weil es ein bisschen aufgeräumter ist mit dem Multitasking-Zeug. Also das Multitasking gefällt mir verdammt gut. Das Dashboard als solches gefällt mir gut. Die Sprachsteuerung würde mir sehr gut gefallen, wenn sie sehr gut funktioniert. Bisher ist sie auch nur gut. Grundsätzlich muss ich aber klar sagen, gefällt mir es besser als das, was die PS4 mir gerade serviert hat als neues Interface. Dazu aber später mehr, denn das dürfen wir noch nicht ansprechen. Party hard. Ja, Minute. Dürfen wir sagen, dass es... Ja, ich darf doch sagen, dass mir das besser gefällt, also bitte. Aus unseren Eindrücken, die wir aus diversen Momenten gesammelt haben. Genau. In den nächsten Stunden und Tagen folgen viele Videos zur Xbox One und in wenigen Tagen noch zur PS4. Und ja, eure Meinung dazu trotzdem meine Comments und wie gesagt, basht jetzt bitte nicht wie blöd rum, wobei die Kiddies haben es bestimmt schon gemacht. Das ist schon viel zu spät. Das ist so ein ersten, nein, nicht mal in den ersten Sekunden hat es gereicht. Im Intro, im Gaming-Glücks-Intro hätten wir reinschreiben müssen, oh bitte Leute, hört auf zu trollen, das ist ja... In diesem Sinne, Xbox, abmelden. Immerhin. Person 2, abmelden. Manchmal. So. Tschüss, Nico. Tschüss. Tschüss. Ich habe gerade Twitch aus Tschüss verstanden. So, okay, den haben wir jetzt zumindest endlich.